Damit das Seminar gelingt, müssen wir uns Gedanken machen, warum wir gerade nach Kenia gefahren sind, da immerhin ziemlich weit, fast 9 Flugstunden. Das Ziel des Seminars ist, einen Lebensentwurf für die nächsten Jahre zu gestalten, privaten und beruflichen Bereich. Und dazu ist es sicher notwendig, dass wir von unseren Selbstverständlichkeiten lassen. Die Selbstverständlichkeiten unseres Lebens, beruflichen, privaten, aber auch die sonstigen inhaltlichen Selbstverständlichkeiten, nach denen wir unser Leben organisieren, lassen sich kaum in Frage stellen in gewohnter Umgebung. Und deshalb sind wir in eine etwas exotische Gegend gegangen. Geeinigt mit dem Uwe. Noch gar nicht, weil ich noch nicht. Ach so, richtig, hast du mir gestern erzählt. Haben Sie mir gestern erzählt. Zunächst mal einen schönen guten Morgen. Die christlichen Kirchen feiern heute den letzten Sonntag im Kirchenjahr. Je nach Konfession wird das dann gefeiert als die Zusammenfassung der Welt. Dieser alten Welt und das Entstehen der neuen Welt aus der Mitte der alten. In der katholischen Kirche wird das als Christkönigfest gefeiert. Nun ist das Wort König sicher ein Wort, mit dem wir alle wenig anfangen können. Gemeint ist aber damit, dass ähnlich wie ein Mensch eine Mitte haben sollte, auch die Welt eine Mitte hat. Und diese Welt des Göttlichen hat ihre Mitte gefunden unter dem Namen Jesus. Und bevor wir nun gemeinsam Eucharistie feiern, wollen wir uns besinnen, ob wir versuchen zu verstehen, dass auch diese Welt, dieser Kosmos eine Mitte hat. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir wollen beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ich würde sagen, 14 Bilder, 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 ich würde sagen,
Haut dir die Flossen unter die Kamera. Aufgrund der Qualifikation nachgefragt wird. Nicht, denn in der Müllabfuhr beschäftigen wir schon Türken in der Straße. Das Problem ist dann also, dass niederqualifizierte Arbeit einfach geschlossen wird hier in Deutschland, weil sie im Ausland für den Drittel- oder Viertelpreis, Zehntelpreis zum Teil eingekauft werden kann. Und da glaube ich, dass das, was in den USA versucht wird, nämlich durch höhere Qualifikationen der Arbeit. Zunächst mal müssen alle unterscheiden lernen, die beiden Staatstheorien, eine liberale und eine marxistische Staatstheorie. Das müsste ins allgemeine Bewusstsein der Bevölkerung reinkommen. Denn jetzt ist es ja so, dass jeder, der sich in irgendeiner Weise finanziell in Notlage sieht, nach der Hilfe des Staates sucht. Das heißt, den Staat de facto in marxistischer Weise zu seinen Nutzen benutzt. In faschistischer oder in sonst ja totalitaristische Ordnung. Was mir Robert Ley gibt, sind eigentlich ja, vier Dinge, die mir Ley gibt. Zum ersten etwas relativ Triviales, das sind die Techniken, die Sie ja schon ein bisschen kennengelernt haben. Die so Syllogismen, Begründungstechniken, dass man die beherrscht und dann auch im Unternehmen praktisch einsetzt, um Probleme zu lösen. Die sind sehr, sehr wertvoll und werden unterschätzt in ihrer Brauchbarkeit. Dann das Zweite ist mit Sicherheit die Meditation, die er anleitet, wo man von sich selbst Abstand gewinnt und sich betrachtet. Dann drittes natürlich, Robert Ley tut ja seine Seminare immer thematisch seinen Büchern widmen. Und das nachchristliche, das nachkirchliche Christentum ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Sind Sie Christ? Ich bin Christ, ja. Würden Sie sagen, Robert Ley gibt Ihnen Orientierung? Ja, ganz. Das ist eben das Vierte, was ich bisher jetzt noch vergessen habe, dass man in diesen Seminaren so die handlungsleitenden Werte korrigieren kann. Ja, einmal ist er seit 10 Jahren mein Management-Trainer und da ein sehr, sehr guter. Was heißt das, Management-Trainer? Das heißt, dass er mir führen gelehrt hat. Führen im Sinne, dass man auch den Mitarbeitern zuhören kann,
dass man sie verstehen kann, die Ideen, die sie vorbringen, verstärken kann. Und da hat er mich die ganze den ganzen Unternehmensweg begleitet. Was sind zum Beispiel Dinge, die Sie heute können und die Sie, als Sie begannen mit ihm, noch nicht so beherrscht haben? Konkret anderen Menschen zuhören, aber auch schnelle Entscheidungen fällen, mehr Zielentscheidungen vor allem zu fällen, also nicht nur das eine Ziel zu sehen, Menschen zusammenzubringen, Diskussionen sinnvoller zu gestalten, bessere Ergebnisse zu erzielen. Bessere Ergebnisse erzielen, das heißt höhere Umsätze, mehr Gewinn. Das heißt auch höhere Umsätze, aber es heißt vor allem, dass man schneller die richtigen Entscheidungen fällt. Und sicherlich hängen auch die höheren Umsätze davon ab. Wie ist das nun vereinbar, Ethik und geschäftlicher Erfolg? Ethischer zu handeln heißt ja nicht erfolgreicher zu handeln. Meiner Meinung nach ist es sehr gut vereinbar, weil es sich im Nachhinein auszahlt. Ethik zahlt sich aus. Wie das? Es ist ganz einfach so, dass Nebenfolgen entstehen durch ethisches Handeln, wie zum Beispiel Mitarbeiter, die motivierter sind, die zufriedener sind, die sich wohler fühlen, die auch bereit sind, über ihre Leistungsgrenze hinauszugehen, dies auch in schlechten Zeiten. Das ist natürlich ein sehr nützliches Verhalten. Ja, vor allen Dingen gibt ihr mir wieder eine neue Orientierung. Ich habe in meinem Beruf relativ viel zu tun. Und da ist es ganz gut, Abstand zu gewinnen und auch mal neue Ideen zu bekommen, um nicht selbst zu verbraucht zu werden. Was heißt Orientierung? Haben Sie das Gefühl, wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit, alles ändert sich sehr schnell. Haben Sie das Gefühl, es ist heute schwieriger, Orientierung zu gewinnen? Im Gegenteil. Trotz der schnelllebigen Zeit glaube ich, dass wir heute nicht nur in Deutschland, sondern auch darüber hinaus verhärten, das heißt innerlich verhärten, dass wir uns zurückziehen in einer Flucht aufgrund der schnelllebigen Zeit in eigene Konstrukte, das heißt also in Denkmodelle, die eigentlich nicht mehr den Anforderungen der Welt gerecht werden. Was macht nun Rupert Ley, um diese festgefahrenen Denkmodelle aufzubrechen? Dieses Seminar gliedert sich ja in zwei Teile. Wir üben vormittags von 8 bis 13 Uhr, um einfach die eigene Fähigkeit neu zu reflektieren, neu zu denken, zu trainieren. Und abends machen wir kleine Gruppengespräche, um im Endeffekt auch psychologisch uns selbst neu zu finden.